Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Dips und heute geht's weiter mit Let's Play GTA 5. Ja, zuletzt waren wir hier mit dem guten Franklin da nochmal uns tätowieren lassen sozusagen und hier noch einmal beim Friseur, genau, so sagt man, beim Friseur waren wir einmal und heute geht's weiter. Heute will ich einmal mit dem guten Michael spielen. Auf den werden wir mal wechseln. Wollen wir mal gucken, was der gerade so anstellt. Ja, scheinbar zu Hause, so wie es aussieht. I promise, I was at the movies. I must have thrown out my ticket. I am tired of your bullshit, Michael. Tired. Okay, wieder Stress mit der Dame zu Hause. Gut, wie sieht der Michael eigentlich aus? Der könnte auch mal einen Friseur gebrauchen. Können wir auch mal gehen. Ich glaube, mit dem Michael will ich mich nicht tätowieren lassen. Das passt irgendwie nicht so ganz zu dem. Ist ja eher so der Businessman. Okay, Anruf von Tracy. Hey, Trace, what's up? What's up? Are you joking? You ruined my life. I did? I thought I'd already ruined your life. Remember after that boat thing? Take this seriously! Do you know how bad I wanted that? Fame or shame is like an amazing opportunity! You're such a fucking fuck, you really are! You'll get over it. You'll see, I did you a favor. Never! I hate you! Ah, die Tracy ist natürlich nicht begeistert, dass wir ihr da ihren Auftritt und ihr Casting versaut haben, aber nun gut. Es ist ja nur zu ihrem Besten, ne? Gut, heute wollte ich auf jeden Fall, ich hatte es ja schon angedeutet, in der letzten Folge, ich wollte hier auf jeden Fall mal die FIB-Mission machen. Und da werden wir jetzt mal hincruisen. Nettes Wetter hier. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich da, sei denn es passiert zwischendrin irgendwas. Oh, was haben wir denn für eine schicke Karre gefunden gerade? Wollen wir uns da natürlich einmal mitnehmen, mal schauen, wie sich die Kiste so fährt. Da habe ich jetzt mal Bock drauf. Ich mir gedacht, das machen wir einfach mal. Nehmen wir uns mal hier den schicken Sportwagen und fahren mit dem mal den Rest der Strecke. Aha. Der Sound ist auf jeden Fall mal ganz nett. Schön aufgezickt. Nette Farbe hat er. Aus wie ein Frauenauto. So ein bisschen. Uiuiuiui. Ja, schwer zu bändigen, das Ding. Ah, hier müssen wir rum. Shit. Okay, da sind wir dann gleich. Mal den Berg hier noch hoch. Na gut, mitgenommen die Karre dann doch. Ist das Dreck oder was? Sieht aus wie Dreck, ne? Krass, dass sie das auch so cool abgebildet haben. Aber die Motorhaube ist ein bisschen kaputt. Nettes Auto, fährt sich ganz cool. Bisschen schwer vom Handling her, meiner Meinung nach. Aber nun gut. Wo müssen wir denn hin überhaupt? Ah, ich glaube, den Rest gehen wir mal zu Fuß. Ah, wir müssen da irgendwie hoch oder so. Was ist denn das überhaupt? Das Observatorium sollte das sein, glaube ich, ne? Dann kommen wir hier rein. Wie gesagt, ich weiß nicht so ganz genau, wo wir jetzt hin müssen. Ich gehe jetzt einfach mal hier hoch. Hoffe, dass ich hier richtig bin. Hier könnten wir einmal durchs Fernrohr gucken. Wollen wir jetzt erstmal nicht machen. Okay, Ausdauer hat sich ein bisschen verbessert. Jetzt hier ein bisschen gejoggt. Alles klar. Okay, will ich da runterspringen? Ich hoffe, ich sterbe nicht. Ne, passt ganz gut. Schön abgerollt. Ah, da ist er. Davey! How you doing? About as good as can be expected, but the news is not good. I don't know what you're talking about. I know you did that fucking jewelry job. Davey, seriously, you're imagining things. Fuck you. All right. I did it. Arrest me. You know what? You'll be saving my life. Because you called it, motherfucker. What? You called it. Trevor. A couple days ago. We haven't really talked about anything either. But if not when he starts asking questions about why you're not feeding worms south of the Canadian border.
Oh, we got problems. Yeah, no shit. We're in it. Together. So, if your problems are my problems, then I guess that means that my problems are sort of your problems. Nope. What if I lose my job? Someone comes into my office, starts reading my files. They'll see the things I did. I know a lot of stuff. I can cop a plea, get 5 years, but you... Fuck you, you ungrateful prick. I made your career. Well, then we better go about saving it together, because you and I both know we can't let it go to shit now. What do you need? This guy, Ferdinand Karamov. The agency claims he's dead. We at the Bureau think they're full of crap. We think he's being debriefed someplace. So? Apparently, he has information which will put me and my superiors out of circulation. Those agency fuckers have got the coroner's office locked down. We need you to verify the body. So how the hell am I gonna get in here? Well, you've played dead before, haven't you? Das war nicht nett. I have always kind of liked you. Call me when you wake up. I'll tell you what to do. What we got? John Doe, white male, overweight, in his late 40s, possible coroner. Let's take a peek. The fat deposits on his hips and abdomen suggest a fondness for bleeder burgers. We're probably about to find one in his gut, still in its wrapper. Right next to the bottle of scotch and pack of Redwoods. See the broken capillaries around the nose? Alcoholic. I wouldn't take any bets on the state of the liver. We still think 40s? Takes a toll. He's an advert for clean living. Note the discoloration of the teeth and the fingers. Okay, jetzt reicht's. Na, sind das seine Sachen? Come out! Hands in the air! Come on. Might be in the other room. You want to end up on the slab? Give it up! So, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal eine Waffe. Okay, jetzt werden wir mal hier die Leichen untersuchen. Okay, das ist er nicht. Davon haben wir noch eine Leiche. Sieht aber auch nicht so aus, oder? Nach einer Frau aus. Okay, rufen wir mal Dave an. I found the toe tag. Ferdinand Karamov. It's on some big black lady. Definitely not your guy. Okay. The agency have the lower floors on lockdown to prevent a leak. I got a guy who can cut the power to give you some help. But you'll have to get upstairs if you're gonna get out. Okay, jetzt müssen wir wahrscheinlich ein bisschen rumballern. Den haben wir. Oh, oh. Ja, auch der gute... Michael hat natürlich eine Spezialfunktion oder so eine Special-Fähigkeit. Ich weiß gar nicht, ob ich sie schon mal gezeigt hatte. Genau, da kriegen wir es noch angezeigt. Und der verlangsamt die Zeit, ne? Und damit kann man natürlich hier so ein bisschen besser umballern, wollte ich gerade sagen. Ah, da vorne ist noch einer. Headshot. Oh, oh, oh. Sicher, ob wir den erwischt haben da gerade. Nee, der lebt noch. Okay, da haben wir einen. Nehmen wir einfach mal mit. Okay, da haben wir eine Pumpgun. Ah, den hätten wir wahrscheinlich abschießen sollen. Der lebt noch, oder? Ja.
Oh. Alles klar, haben wir. Sieht gut aus. Okay, wo sollen wir hin? Nach vorne irgendwo. Ah, wir müssen nach oben, ne? Genau, wir hätten wahrscheinlich durch den... Hier ist eine... Ein Midi-Pack. Wir hätten durch den Auf... Mit dem Aufzug, oder? Mit dem Aufzug fahren? Ich probier's mal. Scheiße, bleibt mir nur die Treppe. Okay, alles klar. Aufzug geht also nicht. Da kommt wer? Der wäre erledigt. Wir müssen noch einen höher. Das sind nochmal Treppen, oder? Ah ne, da sind wir gerade durchgekommen. Okay, wir müssen irgendeinen anderen Weg finden. Da vorne ist nochmal, sind Treppen nach oben. Da, wo der andere auch gerade rauskam. Ach shit, ich hätte nachladen sollen. Kommt da noch wer? Ich könnte es mir gut vorstellen. Jetzt wahrscheinlich auf der letzten Treppe. Ja, irgendwo hier werden sich wahrscheinlich noch welche verstecken. Ich komme durch das Fenster. Den haben wir. Auch den müssten wir haben, oder? Kommt noch einer. Alles klar. Okay, ich will da zu dem grünen Punkt nochmal. Hier kommen jetzt welche von hinten. Haben wir. Ah, shit. Gegen die Tür geballert. So, den haben wir auch. Das ist klar. Die Munition nehmen wir noch mit. Das ist dieser komische Sack. Ah, da ist noch eine Weste. Okay, die nehmen wir uns auch mit. Zack. Okay, alles aufgesammelt. Gut, kommen wir da vorne durch. Ja. Durchs Fenster sollen wir entkommen, richtig? Da ist noch ein Midi-Pack. Haben wir. Okay, und raus hier. Einmal in den Müll gejumpt. Zack. Jetzt brauchen wir ein Auto. Dann haben wir zwei. Und die Bullen ab, okay. Und das. Okay, 3 Sterne. Die müssen wir jetzt loswerden. Weiß gar nicht, kommen die da auch mit Hubschrauber und so? Ich glaube schon. Ich glaube, der ist unten auf dem Highway da, der eine. Okay, läuft. Jetzt sind wir erstmal relativ gut außer Reichweite. Es fängt auch schon an zu blinken. Ich finde, das ist ja so ein bisschen relativ easy, ne, den Bullen zu entkommen. Was ich, also die anderen Teile, die ich mal gespielt hatte von GTA, beziehungsweise ich habe fast alle eigentlich gespielt, na, da war das immer ein bisschen schwieriger, fand ich. So ein bisschen so ein kleines Manko, meiner Meinung nach. Wenn man das als Manko bezeichnen soll. Vielleicht ist es auch so gewollt, dass man sich damit nicht so abquälen muss, die Polizei mehr loszuwehren. Aber ich fand es halt ganz cool, wie man früher immer sich so ein, Spray-Paint-Shop oder sowas suchen musste, wo man dann seine Karre umlackiert. Ich glaube, das geht auch immer noch, ne, aber... Ach, shit, jetzt haben sie mich wieder, weil ich hier zu blöd zum Autofahren bin. Wir können jetzt doch nach da cruisen. Ah, jetzt haben wir relativ viele. Ich fahre mal hier nach links. Einmal auf den Highway. Dann können wir da vielleicht die Karre so ein bisschen ausreizen, ein bisschen ausnutzen, dass wir vielleicht ein bisschen schneller sind als die Cops. Okay, wir fahren hier lang. Aktuell sehe ich keinen auf dem Radar. Die Sterne blinken wieder. Ah, da vorne sind welche. Ich hoffe, die drehen nicht um. Und wir werden jetzt einfach mal... Ja, von denen wegfahren. Nämlich genau so. Okay, jetzt müssen wir aufpassen. Da unten sind sie.
Eine fährt auf den Highway rauf und wir fahren vom Highway wieder runter. Na, haben sie uns? Ah, sie haben uns wieder, ne? Oder nee? Alles klar, passt noch. Sind wir relativ weit weg. Schauen wir mal, ob hier auf dem Highway welche sind. Sonst müssten wir das haben. Genau, wir haben es. Okay, rufen wir mal Franklin an. Hey Mike. F. Hey, we need to talk. Quick. Meet me at those oil derricks just outside town, El Burro Heights. And make sure you're not tailed. Man, that don't sound too good, homie. Look, I'm on my way. Okay, ab zum Ölbohrturm. Wir müssen mal mit Franklin quatschen. Rufen wir Dave nochmal an. Dave, the hell was that? You know how many spooks I just ran into? I'm sorry. They're not nice people if that's a consolation. What's going on? There's a big target out there. Something in the shadows. The data algorithms are reading off the charts. Whoever finds it, the Bureau or the agency, is gonna get a big bump in funding. Like I care about your funding. I'm out, Dave. You're not. I need you to meet my boss. We'll be downtown in the plaza between the FIB and the IAA buildings. The IAA building? You fucking kidding me after the spat I just had with those agency men? Relax. They won't be looking there. They never expect an inside job. Okay, da sind wir dann gleich. Irgendwas sollen wir auf jeden Fall noch machen. Ein Gebäude angreifen oder so, wenn ich das richtig verstanden habe. Vom IIB oder so. Ich weiß es nicht genau. FIB. Nicht sicher, habe ich jetzt nicht so schnell mitgekriegt. Aber wir können es eventuell gleich nochmal nachlesen. Oder wir werden gleich schlau, wenn wir hier jetzt ankommen. Beim Bohrturm. Vielleicht klärt er uns dann nochmal auf. Ja, ein bisschen unwegsames Gelände hier. So, da wären wir. Schauen, da steht Franklin. Hey, Franklin. What's going on? You gotta get out of town. Man, I ain't exactly got nowhere to go. Well, then take a trip. A long trip. What the fuck is going on? Things, all right? Look, you remember I told you I know people? Feds who looked after me when I retired? You did? Yeah, I did. I mean, I think I did. I don't know. Shit, Jesus Christ, Franklin. I got so many stories, I can't even keep them straight. I'm full of shit. Yeah, but your full of shit got me a lot of paper. One score with you, I made more money than I ever did hustling. Oh, yeah, I mean, I'm a great thief, but you know, it's the other shit that I ain't got figured out. So what's the deal, man? What's the deal with the Bureau, man? This clown. I mean, he's an okay guy. Fucking cocksucker. We did a deal a long time ago. Didn't go quite the way it was supposed to go. Wrong guy got killed. So I had to go into kind of an informal witness protection program. He helped me. I didn't reveal secrets of his. And everything was cool. Problems started when recently I became unretired. I mean, he shows up, starts calling in favors, telling me to do shit. I mean, look, Franklin, I'm working for the fucking feds. Oh, fuck, man. Oh, fuck, man. Yeah, and that ain't even the worst part. Did I ever tell you about Trevor? Man, I think so. Shit. Well, if you only think so, then I wasn't being completely honest. He's... I don't... Hell walking on Earth. That's what he is. Well, let's bury this motherfucker. Oh, yeah, good luck with that. Shit. I mean, Trevor and I got history. Complicated fucking history. Look, I've done a lot of things that I ain't proud of. Okay, I never claimed to be an angel. But you meet Trevor, Franklin, you'll swear I am an angel. So what's the mood here, man? I don't know. Fuck. I'm just gonna, you know, try to play both sides, you know, until I can find a way out of this shit. All right, man, look, man, you help me. Way I see it, man, the least I can do is help you. It's a death sentence, Franklin. Man, I ain't trying to hear all that shit, man. If the Bureau ain't gonna take you to court, them motherfuckers just hustlers anyway. And I ain't finna let no motherfucking cat think he's so motherfucking crazy run me up a tree. Fuck that. Hey, you're a good kid, Franklin. This means a lot to me. Like I told you, I'm a terrific thief. I'll find something for you. Big. Now, come on. You better take off. Alright, man. I'm with you. I'm with you.
Okay, das hätten wir. Totgesagte leben länger. Ja, das sieht auch ganz gut aus. Haben wir ordentlich Kopfschüsse hingekriegt hier. 14 von 14, 80%, alles klar. Gut, der Franklin scheint Michael auf jeden Fall loyal gegenüber zu sein. Hat gesagt, er steht ihm auf jeden Fall bei, also bei der Seite. Und ja, der gute Michael versucht jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, den guten Trevor und ja und das FIB so ein bisschen zu verarschen und erstmal die Sachen für die zu erledigen, bis er dann einen richtigen Zeitpunkt hat, um aus der ganzen Scheiße wieder rauszukommen. Und ja, was machen wir als nächstes? Wir haben jetzt zwei Missionen. Wir haben einmal hier die Mission vom FIB und wir haben hier einmal noch eine Michael-Mission. Ich denke, wir werden in der nächsten Folge uns dann mal die Michael-Mission angucken. Wir haben hier auch noch eine Mission mit Trevor. Die können wir uns natürlich auch mal reinziehen. Müssen wir mal schauen. Wäre eventuell auch eine Möglichkeit. Vielleicht machen wir erstmal die Trevor-Mission. Oder? Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich werde es mir überlegen. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Ah, da, Moment. Da haben wir noch eine Nachricht. Die lesen wir uns nochmal ganz schnell durch. Vom guten Martin. Habe deine Zahlung endlich erhalten. Das Haus würde schon bald wieder in seinen alten Glanz erstrahlen. Es gefällt mir, dass du zu deinem Wort stehst. Okay. Dann haben wir das auf jeden Fall auch aus der Welt geschafft. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Und macht's gut, bis dann. Ciao.